Wenn man an Flüchtlingslager denkt, kommen einem sofort schreckliche Bilder in den Kopf. Zerstörte Zelte, hungernde Kinder und Menschen auf völlig überfüllten Schlauchbooten, die darum kämpfen, nicht unterzugehen. Doch wie ist die Situation in den Lagern in Europa? Geht es den Menschen, die jetzt dort leben, besser? Darüber habe ich mit Jan Behrens und mit Alexander Back von der Organisation Seebrücke gesprochen. Ich kann dazu sagen, dass die Situation im Moment für die Flüchtlinge in den Lagern Europas, dass man die als katastrophal beschreiben kann. Neben dem Wintereinbruch in manchen der Lager, der katastrophalen hygienischen Situation, manchmal auch der unzureichenden Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung, gibt es auch immer wieder Brände in den Lagern. Und erst im September wurden ja tausende Männer, Frauen und Kinder obdachlos, nachdem ein großer Brand im Camp Moria ausgebrochen war. Europa und Deutschland haben die finanziellen Mittel, alle Menschen sofort zu evakuieren. Es mangelt einfach an politischem Willen, diese Strukturen zu verändern. Zwei Tage bevor Moria brannte, so Jan Behrens, wurde unter anderem mit 13.000 Stühlen vor dem Bundestag auf die Flüchtlinge im Lager Moria aufmerksam gemacht. Doch haben diese Aktionen etwas gebracht? Tatsächlich kann man festhalten, dass so gut wie gar nichts passiert ist. Bereits im Frühjahr 2020 hat die Bundesregierung versprochen, einen kleinen Anteil an Menschen aufzunehmen von damals waren es 1.500 Menschen. Immer ein paar hundert kommen in Deutschland an, aber tatsächlich kann man nicht von einer wirklichen Hilfe dabei sprechen. Für Europa sind die Menschenrechte doch eigentlich wichtig. Habt ihr den Eindruck, dass dieses Prinzip für Flüchtlinge nicht gilt? Also, naja, wenn man Berichte liest, dass in den Lagern Europas Kinder nachts von Ratten angebissen werden, wenn teilweise nur eine Toilette für Hunderte von Menschen bereitgestellt wird, wenn man liest, dass die Trinkwasser- und Nahrungsversorgung nicht ausreicht, dann hat man eigentlich wenig Verständnis dafür, wenn manche noch von europäischen Werten oder Menschenrechten sprechen. Und die Würde jedes Einzelnen wird eigentlich in den Lagern Europas tagtäglich mit Füßen getreten. Auch wenn die Öffentlichkeit nicht immer dorthin blickt, es ist wichtig zu wissen, dass die Menschen dort immer leiden und immer noch leiden. Ja, die Situation in den Lagern ist offensichtlich schrecklich. Doch wie sieht die europäische und deutsche Flüchtlingspolitik aus? Muss sich daran etwas ändern? Dazu habe ich verschiedene PolitikerInnen aus verschiedensten Parteien aus dem Deutschen Bundestag befragt. Die Bilder, die wir sehen, gerade in den großen Lagern, und ich denke da an Lesbos, sind wirklich katastrophal. Die Situation der Menschen, die dort untergebracht sind, muss dringend verbessert werden. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass da auch schon einiges geht. Das ist auch ein Versagen von Europa. Also wenn ich auch gerade noch mal an diese illegalen Pushbacks von Frontex denke, merkt man ja, dass auch europäische Institutionen an der Stelle keine gute Rolle spielen. Wir müssen diese Rolle verändern und vor allen Dingen auch aufklären, was da in der Vergangenheit passiert ist, um dieses System, was wir im Moment haben, wesentlich zu verbessern. Es geht jetzt einfach auch darum, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen, auch wirklich Flüchtlinge aufzunehmen, in der Zahl, in der sie das wollen. Deswegen ist unsere Haltung als SPD, dass wir an der Stelle gerne Gesetze ändern würden, sodass das für die Länder und für die Kommunen möglich ist, Flüchtlinge aufzunehmen, eigene Aufnahmeprogramme zu machen. Wir haben ein Positionspapier als Fraktion. Es gibt dieses Positionspapier, aber es wird jetzt erstmal nichts in den Bundestag eingebracht. Momentan gibt es dazu keinen Gesetzesentwurf oder Ähnliches. Wir sind ja nicht alleine in dieser Koalition. Dann hätten wir das auch schon längst getan und umgesetzt. Aber genau, dafür braucht man Mehrheiten. Horst Seehofer könnte ja auch schon an der Stelle sich bewegen. Das tut er nicht. Deswegen ist es noch ein schwieriger Punkt innerhalb der Koalition. Der Vorsitzende der Linken im Saarland, Thomas Lutze, betont, seine Partei teile die Einschätzung, dass die Situation in den Flüchtlingslagern katastrophal sei. Er meint, aktuell kann man das nur in dem Sinne Abhilfe schaffen, dass man a. Flüchtlinge auf die anderen EU-Länder aufteilt und b. den Flüchtlingen, die dort bleiben, einfach bessere Bedingungen zur Verfügung stellt. Was wir kritisieren, ist, dass der politische Wille dafür nicht da ist. Aber die Linke ist nicht damit einverstanden, dass die Menschen nach Deutschland aufgenommen werden?
Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Lösung ist, alle Flüchtlinge, die es gibt, alle nach Deutschland aufzunehmen. Dafür haben wir eine Europäische Union. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es 2-3 Länder gibt, die sich dort grundsätzlich dagegen wehren. Es macht dann auch keinen Sinn, die Menschen dorthin zu schicken, wenn sie dort überhaupt willkommen sind. Aber da bleiben noch mindestens 15, 16 EU-Staaten übrig. Dass den Menschen ja erstmal geholfen, wenn die 15 Länder die Flüchtlinge aufnehmen. Und nur darum muss es gehen. Deutschland ist eins der das größte Land in der EU. Und da ist es auch vollkommen sinnvoll, wenn man sagt, okay, ein Großteil dieser Flüchtlinge kann in Deutschland problemlos untergebracht werden. So wichtig wie die Aufnahme von Flüchtlingen ist, und es ist auch vollkommen unstrittig, dass Deutschland dort eine sehr große Verantwortung dafür trägt, da müssen wir endlich mal damit aufhören, dass zum Beispiel Waffen exportiert werden, dass es überall Kriege auf der Welt gibt. Wir brauchen ein einigermaßen gerechtes Wirtschaftssystem, weil es wird immer gesagt, ja, die Kriegsflüchtlinge, die können ja kommen, Wirtschaftsflüchtlinge sind nicht willkommen. Ich halte diese Aufteilung von Flüchtlingen völlig kontraproduktiv und eigentlich auch unmenschlich. Und vor dem Hintergrund muss sich in der allgemeinen Politik hier in Deutschland, aber auch EU und weltweit grundlegend was ändern. Das Innenministerium wird von der CSU geleitet. Ein Herr Seehofer ist dort Minister und der macht ganz klar die Grenzen zu. Ja, also wir alle erinnern uns ja an die Bilder von den schrecklichen Bränden in Moria und den Zuständen im letzten Jahr, was Zustände waren, die man auch als Europäer in meinen Augen nicht hinnehmen kann. Und deshalb ist es gut und richtig, dass reagiert worden ist. Und was ich höre, ist, dass die Situation mittlerweile besser ist. Aber ich würde mir, um das vielleicht schon vorwegzunehmen, da schon noch mal ein stringenteres Vorgehen und vor allem ein gemeinsames Vorgehen aller Europäer wünschen an der Stelle. Was wir an den griechischen Inseln machen, sind ja 3 verschiedene Sachen, um zu helfen. Das eine ist das Thema Aufnahme von Flüchtlingen. Das zweite ist Unterstützung vor Ort, organisatorisch. Und das dritte sind finanzielle Hilfe. Es ist so, dass wir die meisten Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen von den ganzen europäischen Ländern. Ich würde mir wünschen, die anderen europäischen Länder würden das auch einhalten, was sie sagen, nämlich beim freiwilligen Kontingent. Und am meisten würde ich mir wünschen, wir hätten ein einheitliches Vorgehen. Denn unser Ziel muss ja sein, dass ja zum einen das EU-Türkei-Abkommen halt weiterhin gilt und dass wir aber auch die humanitäre Situation dort gut bewältigen können. Es gibt eine deutliche Verbesserung, wenn man sich anguckt, 42.000 Personen waren letztes Jahr im März auf den Inseln und jetzt sind es noch 16.000 innerhalb von einem Jahr. Ist ja dann doch der Druck deutlich gesunken, die Situation hat sich verbessert. Ich finde es schon richtig, dass man in der humanitären Lage, wie dann auch nach den Bränden auch sagt, naja, die Kinder, die Familie mit Kindern, die holen wir da jetzt auch mal schnell raus. Das Hauptziel muss natürlich sein, dass dieser Syrien-Konflikt gelöst wird, damit die Menschen nochmal in ihre Heimat zurückkehren können, in ein Land, was mittlerweile seit Jahren im Bürgerkrieg lebt, total zerstört ist. Also das wird auch nochmal eine gemeinsame Aufgabe sein, das Land aufzubauen. Vorher muss aber eben auch der Konflikt beendet werden. Nadine Schön verteidigt die Position Seehofers zur Aufnahme von Geflüchteten durch Kommunen oder Länder. Sie meint, man brauche zumindest deutschlandweit einheitliche Kriterien zur Aufnahme von Geflüchteten. Es hat natürlich schon eine Logik, wenn man Kriterien definieren will, wenn sich alle dran halten sollen, wenn man auch den Druck auf die anderen europäischen Länder erhöhen will. Und es sind eben auch, wir haben die Freizügigkeit in Deutschland. Also man kann dann auch gar nicht sagen, das ist jetzt nur hier unsere Sache, sondern am Ende müssen wir das auch in Deutschland dann auch gemeinsam lösen. Vor den Interviews mit Josephine Ortleb und Nadine Schön, allerdings nach den Interviews mit der Organisation Seebrücke und Thomas Lutze, wurde bekannt gegeben, dass die EU für 276 Millionen Euro neue Lager in Griechenland bauen möchte. Ob das die Situation der Menschen dort wirklich verbessert, bleibt fraglich. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen kritisierten die Pläne nämlich. Die einzelnen Interviews gibt es auch noch einmal in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal Chamäleon. Besuchen Sie auch gerne unsere Webseite www.chamäleon.org.